Na, das Vieh da hinten, das was da mit dem drehenden Würfel ist, das ist ganz böse, ganz böse, ganz böse. Ich kann ja mal eben rausgehen. Ich hoffe, es zerstört jetzt hier nicht meine Landschaft. Sind die Skorpione schon friedlich? Sieht so aus. So, und der hier ist verdammt gemein. Da, jetzt reißt da meine Landschaft auseinander. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Geh weg. Weg, 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 weg. Aua. Und dann bildet sich da mehr oder weniger ein Golem draus. Und wir dürfen die Landschaft hier neu bauen. Na super, vielen Dank. Vielen Dank, Odo, großer Golem. Shit. Er ist ein Transformer. Hab ich Erde? Ja, ich habe auch Zaun. Ein. Mal sehen, ob wir mit ihm einen Zaun da auch wirklich hinkommen. Das weiß ich halt noch nicht. Aha. Der zieht mich auch an sich ran. Oh oh. Wow, 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 wow. Geh weg. Weg. Shit. Der ist voll aggro. Aua. Wieso habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Da. Ah! Ah! Geh weg! Weg, 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 weg! Ah! Aua! Achso, jetzt habe ich Schaden von dem Block da bekommen, den er angedingst hat. Moment, kann ich den... Ja, ich kann ihn angreifen. Ah! Shit! Okay, schnell hinlaufen und die Sachen einsammeln. Weil das wollen wir jetzt nicht alles da liegen lassen. Ist nicht okay. Ah, weg, 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 weg. Ah, aua, aua, shit, aua, 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 aua. Alter, ist das ein Arschloch, ehrlich. Oh Gott. Reg mal ein bisschen schneller hier. Ah. Gott. Hilfe! Ich will doch nur meine Sachen. Danke! Oh Gott. Wir laufen mal schnell ins Haus. Schnell, sagte ich. Genau. Und hier liegt noch ein bisschen Hühnchenfleisch rum. Genau, sehr schön. Komm, gehen wir hier mal rein. Machen die Tür zu und dann sieht er uns nicht mehr. Wow, ich dachte jetzt schon, das kommt hier durch die Wand durch. Okay. Wir haben bestimmt genug Eisen. Werden wir uns jetzt eine Rüstung bauen? Ja, oh mein Gott, ich werde Eisen verschwenden für eine Rüstung. Ah, was mache ich denn? Nein, ja, besser. Wo haben wir denn jetzt hier das Eisen? Es geht ja nicht, dass wir uns hier terrorisieren lassen. Es ist immer noch mein Haus. So, das kann er mal rein, das kann er mal rein. Das Gras kann er rein. Ist nett, der hat uns Gras gegeben. Das kann hier weg. Das, die Federn können hier rein, die Hühnchenschenkel. Nicht mal, wo sind jetzt die ganzen Eisenbahnen? Da sind sie. Geht doch. Gehen wir mal schnell zur Werkbank. Dass diese großen Golems kommen, ist auch von der Mo Creatures Mod. Und die sind auch ziemlich selten. Ist mehr oder weniger ein Wunder, dass die überhaupt kommen. Jetzt frage ich mich gerade, ist er überhaupt noch draußen? 1, 2, 4, 5, 6, 8. Brustrüstung. Dann Hose. Und nochmal ein Helmchen. So, ist zwar jede Menge Eisen, das wir jetzt mehr oder weniger vergeudet haben, aber früher oder später hätten wir das eh mal gebraucht. Und dann gehen wir nochmal raus. Und dann dürfen wir wahrscheinlich immer das Chaos beseitigen, das er hier für andere gerichtet hat. Oh Gott. Er scheint aber weg zu sein. Hätte ich ihn mal nicht provoziert. Guck dir an, wie löchrig hier jetzt die ganze Gegend ist. Meine Güte. So, Zaun habe ich dabei. Kann ich einmal den Zaun reparieren? Achso, er hat den Zaun weggeschmissen. So, nochmal. So.
und Zaun reparieren. Und wenn wir jetzt einmal die ganzen Erdlöcher hier aufstocken. Also merke, Golem böse. Ist zwar auf jeden Fall cool, aber böse. Bis auf die Knochen. Aber ich hätte mal gerne gewusst, was getroppt hätte. Ob er Diamanten oder sowas getroppt hätte. Oder er nicht. Vielleicht doch. Weiß er nicht. So. Hier nochmal. Na, machst du wohl. Danke. So. Das waren im Großen und Ganzen die schwierigen Macken von dem Golem, die er jetzt produziert hat. Machen wir schon noch schnell so ein Ding draus. Genau. Sehr schön. Und wir haben einen Elefant mitten hier im... Ein Baby-Elefant! Oh. Heißt nicht, dass meine Lieblingstiere Elefanten sind, nein. Und ja, wir haben ein Schwein auf dem Feld. Sehr schön. Na, du kleiner Elefant, wie geht's dir? Willst du nicht mit mir reden? Wieso denn nicht? Ich bin ein Mammut, weißt du? Ach so, hättest du das mal gleich gesagt. Ja. So. Dann gehen wir da hinten mal hin. Ja, wir laufen drum rum. Wir haben ja noch kein anderes Gatter. Da müssen wir uns nochmal was machen. So. Der Erdgedöns, da wird er erstmal bleiben. Ich hätte gar nicht hier raufgehen müssen. Doch, ich hätte da raufgehen müssen, verdammt. Nochmal. So, eins. Ja, kann ich ja schon so spielen. So, ja. Zack. Und dann machen wir hier Rutsch. Und zack. Dann machen wir einmal so ringsrum. So möchte gerne nach. Ich weiß halt nur noch nicht, wie viele in Anführungszeichen Lagen oder sowas. Aber ich glaube maximal zwei. Müssen wir da mal gucken. Und da ist ja noch Stein. Das muss ich irgendwann auch mal ausbessern. Am besten jetzt gleich. Lauf mal schneller hier, danke. Und was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ja herrlich. So ist das manchmal, wenn man hier von Golem attackiert wird, dann vergisst man die Hälfte, was man überhaupt sagen möchte. Das ist vollkommen normal. Das passiert jedem, besonders mir. Okay, machen wir hier einmal zack und zack und zack und zack. Geht doch, sehr schön. Dann gehen wir jetzt einmal kurz raus und... Raus in Anführungszeichen, wir sind ja schon draußen. Wir müssen aber noch weitere Lehmgedöns finden. Dann nehmen wir hier mal die Schaufel. Dann gehen wir einmal quer durchs Haus. Dann passt das schon. Hallo Haus. Wo ist denn Hase jetzt? Also Hase 2. Weiß es nicht. So. Oh, ein schwarzes Schaf oder zumindest dunkelgrau. Weiß es gerade nicht. Das hier kann auch alles irgendwann mal weggemacht werden. Wir müssen auch hier vor dem Haus noch irgendwie was machen. So möchte gern Garten oder zumindest mal Blümchen oder sowas hinstellen. Oh, das sind so dekorative Sachen. Die mache ich dann lieber erst irgendwann. Als jetzt. Ich hoffe, dass hier nicht schon wieder so ein kleiner roter Piranha-Fisch kommt, der mich hier vernichten möchte. Das muss nicht sein. Es gibt genug Piranha-Fisch-Filme. Also so Filme, wo es wirklich darum geht, oh, da ist eine jugendliche Truppe, komm, essen wir sie als Piranha-Fisch doch mal auf. Weißt du, so möchte gerne Horrorfilme. Das ist wie mit Angriff der Killer-Tomaten und sowas. Da gibt es halt auch mit Piranha Fischen solche Filme. Aber ich halte grundsätzlich nichts davon von diesen. Ich möchte gerne Horrorfilm. Aber auch Angriff der Spinnen ist ja sowieso für mich persönlich ein absoluter Horror, weil ich hasse ja Spinnen bis zum geht nicht mehr, ne? Spinnen ist ja für mich persönlich so. Oh nein, weißt du? Hier in Minecraft geht das eigentlich noch. Aber sonst in den anderen Spielen oder sowas. Absolut furchtbar. Wirklich furchtbar. So, habe ich denn... Ja, ich habe noch Inventarplatz. Sehr schön. Kann ich hier noch ein bisschen Lehm buddeln. So, leicht über der Oberfläche, damit ich ein bisschen schneller graben kann. Wenn ich denn auch die Blöcke treffen würde, ist das auch alles gar kein Problem.
Ja, was für Filme guckt ihr denn grundsätzlich gerne? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Würde mich ja persönlich mal interessieren. Oder was für Filme guckt ihr auf gar keinen Fall? Und was haltet ihr von Spielverfilmungen? Also ich bin ja grundsätzlich nicht wirklich angetan von irgendwelchen Spielverfilmungen. Zwar gucke ich die einen oder anderen auch mal, aber das sind dann so Filme, ja, die guckt man einmal und dann nie wieder, weil es sich nicht lohnt, weil der Film nicht gut war. Und ich bin ja grundsätzlich eher so ein Filmgucker. Ich gucke so einen Film einmal. Dann weiß ich, was darin passiert ist und dann brauche ich ihn auch nicht wieder zu gucken. Ja. Ich bin da irgendwie ein bisschen seltsam, was sowas angeht. Und gerade solche Videospielverfilmungen sind da nochmal ein bisschen, unterstreichen nochmal so das Argument, warum man überhaupt einen Film nur einmal gucken sollte. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, dass hier jetzt 300.000 Spiele wieder verfilmt werden sollen. Speziell meine ich damit, es ist ja jetzt schon mehr oder weniger offiziell, die wollen ja World of Warcraft verfilmen oder zumindest einen Film dazu machen. Es wird schon wieder Nacht und ich muss schnell nach Hause. Und die Arbeiten an Portal sind schon im vollen Gange und Half-Life eine Verfilmung und Hitman und ich weiß nicht was noch alles. Und ich finde halt, so hin und wieder machen auch Verfilmungen so Spiele kaputt. Also speziell, wenn es von Leuten gesehen wird, die... wie soll ich das jetzt sagen? Ich versuche gerade mal zu kriegen, was ich überhaupt sagen will. Wenn Leute den Film gucken, um dann zu gucken, oh ja, ist das Spiel dazu vielleicht auch gut oder sowas? Und dafür sind Verfilmungen von Spielern halt überhaupt nicht geeignet. Das schreckt die Leute wahrscheinlich eher noch ab. Und ja, ne? So ist das halt mit den Verfilmungen. Alles nicht so toll. Natürlich gibt es da auch gute Filme, wie zum... Das mache ich zum Beispiel. Prince of Persia soll ja eigentlich ein ziemlich gutes verfilmtes Videospiel sein, obwohl ich es selbst nicht gesehen habe. Aber es soll sehr gut sein. Und... So, jetzt haben wir da so ein Skorpion. Ist der denn da reingekommen? Ist er da einfach gespawnt? Wahrscheinlich, weil ich da kein Getreide gepflanzt habe, ne? Und wir können auch mal das Getreide da abernten. Damit wir weitere Seeds haben, um das ganze Feld zu pflanzen. Eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann gehen wir mal kurz nach oben und legen so ein paar Sachen ab. Und so ein paar hier. Hier kann ich auch nochmal so eine Raumunterteilung machen. Komm, dann machen wir mal kurz. Habe ich denn Holz? Ja, natürlich habe ich Holz. Hallo. Ja, so. Dann kann auch hier das Zeug wieder weg. Diese verkehrt rum Treppen. Und wieso ist da ein Skorpion auf meiner Fensterbank? Hallo Skorpion. Hallo. Ich würde den ja da gerne irgendwie runterschubsen oder sowas, aber dann müsste ich das Glas zerstören. Das muss nicht sein, nee. Haben wir hier was? So. Machen wir das Ganze auch bis hier. Damit es einigermaßen symmetrisch ist und sowas, ne? Man kennt es ja. Hier machen wir jetzt wirklich mal dicht. Weil jetzt habe ich keine Fackel mehr dabei, glaube ich. Doch, hätte ich, aber egal. So, dann haben wir das auch schon mal. Sachen ablegen wollte ich. Ich wollte ablegen hier erstmal das Gras. Das kommt dann irgendwann so in den Pott oder sowas. Mal gucken. Ackerboden. Aha. Okay. Das haben die uns mit der Golemir fabriziert quasi. Die Ratte. Skorpionsding. Das sieht ein bisschen aus wie eine Ratte. Jedenfalls das Ding soll da halt rein. Lastersteine können ein paar rein, die richtigen Steine auch, das kann er rein, der Komper kann auf jeden Fall hier rein. Hebel, ich muss das alles irgendwann mal sortieren. Ganz ehrlich.
So. Daneben kommt hier alles gleich auf den Ofen. Wird dann quasi weiter produziert. Und dann mal gucken. Der Ofen ist auch noch voll im Gange. Natürlich, was auch sonst. Wir können auch mal ein bisschen Kohle nachschmeißen, einfach nur mal sicherheitshalber. Nehmen wir das schon mal raus. Habe ich Treppen gebaut? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich da auch Treppen gebaut haben? Hallo. So, können wir nochmal hier. Da haben wir schon mal 8 weitere Treppchen. Okay. Hast du hier Getreide abgeerntet? Und da ist der nächste Golem. Oh nein. Oh, ich muss die Spawnrate von den Golems verändern. Ich dachte, das ist schon auf 1 gesetzt. Aber anscheinend nicht. Und ein Skelett. Okay. So, Moment. Moment. So. Okay, und weiter geht's. Ich hoffe, der Golem ist nicht mehr da. Doch, der ist natürlich noch da. Das heißt, wir warten noch, bevor wir rausgehen. Wir werden da nicht sofort rausgehen und dem Golem guten Tag sagen oder sowas. Nee, bloß nicht. Los, verschwinde, du Scheißkohle. Dann gehen wir halt noch mal ein bisschen raus. Wir werden sowieso irgendwann noch wesentlich viel mehr Lehm brauchen. Deswegen machen wir das mal eben. Habe ich euch schon gefragt, was ihr von Videospielverfilmungen haltet? Wenn nicht, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, ich habe Platz. Okay. Dann noch mehr Wolle. Eventuell muss ich auch einige Kreaturen aus dem More Creatures Mod raushauen, wie zum Beispiel die Skorpione, die machen halt wirklich viel von den Tierchen auch kaputt. Und das möchte ich halt eigentlich nicht, wenn ich dann meine Tierfarm da habe, ne? Nicht, dass die dann da spawnen, wo ein Gatter von denen ist und dann machen sie mir meine Tierchen tot. Nee, das möchte ich gar nicht. So, gehen wir mal nach da hinten hin. Da ist ja auch noch jede Menge Lehm hier überall. Einfach herrlich. So, machen wir die drei hier platt. Oh, Budde, 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 Budde. Ja, Mensch, der Lehmann hier. Ja, ich sollte vielleicht noch ein bisschen höher. So. Und tauchen, 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 tauchen. Meins, meins. Meins, meins. Erstmal das Aufbuddeln hier, gleich einsammeln. Muss ja gleich wieder auftauchen. Jetzt. Und schaffe ich es? Ja, gerade so geschafft. Okay. Ist immer so ein bisschen anstrengend, unter Wasser irgendwas zu machen. Sowieso, wir wollten ja noch ein Aquarium bauen. Das fällt mir gerade ein. Jetzt mit den ganzen Fischen, da lohnt sich das ja sogar. Da muss ich nur mal gucken, wo bauen wir denn das Aquarium? Wie bauen wir es? Und so weiter und so fort. Ob wir da so... Möchte gern Sea Life machen oder sowas. Und ich gehe dann da kurz in Creative Mode und hau da die Fische da rein, wo sie hingehören und so.